Ja, ich bin heute bei der Rechtsanwaltsgesellschaft Segger und Herr Dr. Stefan Segger empfängt mich. Die Rechtsanwaltsgesellschaft hier, das Kölner Büro, ist spezialisiert auf Insurance Law. Und ich gehe in meinem Ohrmaler und sehe, da ist Herr Dr. Segger. Ah, so arbeiten Sie also, Herr Dr. Segger. Hallo. Hallo. Ja, genau. Kommen Sie rein. Danke, dass Sie mich empfangen. Danke sehr. Schön, dass Sie Zeit haben, mit mir kurz zu sprechen über ein sehr spannendes Thema, den DMO-Markt. Darüber möchte ich heute gerne mit Ihnen sprechen. Und es ist ja viel los gerade. Die Preise steigen, die Kapazitäten werden knapper, immer mehr Ausschlüsse in der laufenden Renewal-Phase machen die Versicherungsnehmer nicht besonders glücklich. Was könnten denn Ihrer Meinung nach Versicherer und Makler in dieser Situation tun? Ja, also wir haben ja zwei Entwicklungen, die sich praktisch zeitgleich überschneiden. Wir haben die Corona-Krise, die viele Unternehmen unter Druck setzt. Und gleichzeitig haben wir den sich verhärtenden Markt in dem Bereich der D&O-Versicherung. Ich glaube, die Makler könnten jetzt darauf achten, dass keine Pflichtverletzungen passieren. Denn die künftigen Versicherungsfälle, die werden ausgenutzt durch Pflichtverletzungen, die jetzt begangen werden. Und dieser verhärtende Markt, was bedeutet das denn konkret? Und was denken Sie, wie lange wird er denn anhalten? Ja, ein verhärtender Markt hat drei Elemente. Das erste, das ist für uns Juristen noch relativ unproblematisch, sind die steigenden Preise. Aber es gibt die sich verengenden Konditionen auch. Der Versicherungsschutz wird enger gefasst werden. Und es gibt vor allen Dingen auch reduzierte Kapazitäten. Auf großen Programmen werden dadurch viel mehr Versicherer sein. Und das wird es deutlich komplexer machen. Das bedeutet auch etwas für die Schäden, die dann zu bearbeiten sind am Ende. Können Sie uns ein Beispiel geben? Ja, also auf den großen Programmen haben wir im Moment Deckungsstrecken von so 25 Millionen pro Versicherer oder Konsortium. Wenn das auf 15 runterfällt, dann können Sie sich ausrechnen, haben wir viel mehr Versicherer. Das ist jetzt schon ein Flohzirkus, wird also künftig noch komplexer werden. Mehr Fälle und noch komplexer. Okay. Es scheint, da ist viel noch zu diskutieren und Informationsbedarf. Glücklicherweise haben wir die Chance, über dieses Thema vertieft zu diskutieren mit Ihnen, Herr Dr. Segger, und weiteren Experten am 20. und 21. Januar bei dem Branchentreffen. Die Haftpflichtkonferenz findet statt. Wir treffen uns dort virtuell und dennoch persönlich. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch dabei sind. Liken Sie dieses Video und teilen Sie es. Ich habe einige Gasttickets zurückgelegt, die ich dann verlosen werde unter denen, die das unterstützen und uns das ins virale Netz stellen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Herzlichen Dank, Herr Dr. Segger. Ich freue mich drauf. Bis dann.